Sehr gut, komm, komm. Die, die hier trainieren und spielen, haben entweder jüdische Wurzeln oder fühlen sich mit der jüdischen Kultur und dem Davidstern eng verbunden. Darum ist der FCH KOA Zürich ein ganz spezieller Verein. Wir spielen mit dem Stern auf dem Herz und das schon seit immer. Aber es sollte nicht nur für das Judentum sein, sondern eben, ich glaube auch für die Offenheit. Wir haben auch nicht jüdische Spieler und ich glaube, das hat auch dem Verein noch ein neues Gesicht gegeben. Es ist irgendwie schön zu wissen, einen Verein zu haben mit Leuten mit dem gleichen Hintergrund, die gleiches erleben auf dem Platz. Eben, es verbindet uns auch mit diesen schwierigen Momenten mit Antisemitismus und so. Rund 200 Mitglieder hat der FCH KOA. Von liberal bis orthodox sind alle Richtungen vom Judentum vertreten. Bei den Aktiven sind schätzungsweise 2/3 jüdisch, bei den Junioren über 90%. Trainer bei den Aktiven sind heute häufig nicht jüdisch. Die jüdische Identität will der Präsident Jeffrey Sachs aber beibehalten. Das ist gut. Leute finden zu uns auch durch die Möglichkeiten, die wir bieten. Und ich glaube, genau das Thema von höhere Viertig nicht Fußball spielen müssen. Das sind wirklich wenige im Jahr, aber an denen spielen wir nicht. Und das ist vom Zürcher Fußballverband sehr stark unterstützt. Aber gibt diesen Spielern eben auch eine Möglichkeit, wenn sie am Samstag nicht spielen können, dass sie bei uns ein Zuhause finden und Fußball spielen können. Und ich glaube, das sind so die Traditionen, die wir aufrechterhalten müssen. Am Schluss sind wir immer noch der Verein mit der jüdischen Identität. Und das wollen wir auch für immer so beibehalten. Seit 1922 gibt es den FCH KOA Zürich. Damals war der Antisemitismus weit verbreitet. Die Spieler sind bis nach dem Zweiten Weltkrieg häufig aus dem Zürcher Arbeitermilieu gekommen oder sind in die Schweiz geflüchtet oder hierher emigriert. Hakoa bedeutet Kraft auf Hebräisch. Gründung ist für den Sporthistoriker Michael Jucker ein Ausdruck vom sogenannten Muskeljudentum. Der Begriff Muskeljudentum war für den FC Hakoa sehr wichtig. Seit der Gründung und bis etwa in den 60er Jahren. Der Begriff meint, dass sich jüdische Menschen und insbesondere Männer sportlich betätigen, um kräftig zu sein, um wehrhaft zu sein und eben nicht nur studiert in der Stube hocken und Bücher lesen. Im Zweiten Weltkrieg konnten jüdische Clubs im deutsch besetzten Europa nicht mehr spielen. Der FCH KOA hier in der Schweiz war eine grosse Ausnahme. Andererseits war er ein Verein, der immer offen war für Migranten. Und das hat natürlich während dem Zweiten Weltkrieg bedeutet, dass sehr viele jüdische Flüchtlinge aus ganz Europa, insbesondere aus Osteuropa, beim FCH KOA eine Heimat gefunden haben. Bis heute fühlt sich der FCH KOA eng verbunden mit dem FCZ. Der grosse Stadtclub hat als bodenständig gegolten und war auch nicht antisemitisch. HKOAner wie Bernard Lux haben sogar für den FCZ gespielt. Kurz vor seinem Tod hat er erzählt, wie sich jüdische Spieler handfest gegen Antisemitismus gewehrt haben. Ein gegnerischer Spieler, der ist mal gefällt worden von ihm, es hat einen Beta, der hat das auch gekriegt. Und es hat übrigens ein Professor Guggenheim gsi. Er war wirklich ein Professor gsi. Und er war ein Grosser gsi. Und der, so, dann ist der von weit, der hat das gehört, oder ist der gekommen, hat dem halbwegs von innen, hat dem Kino angegeben, der ist kaum runtergelegt. Am 14. Mai 1948 ist der Staat Israel proklamiert worden. Er hat eine starke Armee aufgebaut. Das hat das Klima auf dem Fußballplatz verändert. Vom Tag an, wo Israel gegründet worden ist und die Soldaten so erfolgreich gekämpft haben, haben die Schweizer da Respekt vor den Israelis. Und gleichzeitig vor den Spielern vom FCH KOA. Antisemitismus erlebe er praktisch nicht auf dem Platz, sagt Präsident Jeffrey Sachs, abgesehen von zwei Vorfällen im letzten Jahr. Training und Match hat der FCH KOA nur unter der Woche oder am Sonntag. An einem Samstag wäre hier niemand anzutreffen wegen dem Sabbat. Im Moment spielt der Club in der 4. Liga. Wir bewegen uns auf einer Liga-Ebene, wo das noch kein Problem ist. Ich glaube, wenn es dann wirklich auf nationale Ebene wird gehen, dann reden wir über andere Geschichten. Aber ich glaube, bis dort müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen besser werden. Der Zusammenhalt und die Pflege des Sports und der jüdischen Kultur scheint beim FCH KOA Zürich wichtiger zu sein als ein fußballerischer Spitzenplatz.